Dann fanden die Alga besser. Ja, damals fanden alle die Alga cooler, einfach weil sie alle gesagt haben, ja, Zeitenlärm ist die stärkere Attacke. Aber ja, wenn man das Ganze mal auf einer CP-Ebene sieht, ist Zeitenlärm leider unspielbar. Außer als Style-Move und so als allerletzte Attacke in einem Spiel. So einmal kurz reinhauen, fertig und tschüss. Stimmt, nach Zeitenlärm muss es ja, glaube ich, aufladen. Ja, das ist ein Hyperstrahl als Drachenattacke. Ja, ja. Und Raumschlag senkt, glaube ich, deine Werte. Nee, oder? Raumschlag hat erhöhte Crit-Shots. Raumschlag ist wie ein Luftstoß, nur als Drachenattacke. Achso, ja. Wobei ich Ho-Signature-Move, wobei das jetzt nicht mehr sein Signature-Move ist. Das Läuterfeuer. Ja, das hat jetzt auch Entei. Hat's auch bekommen. Ja. Seitdem ist Entei auch verdammt stark. Ja, vor allem, dass er auch noch ziemlich bulky ist. Ho ist erst bulky. Ich meine, Spezialverteidigung brauchst bei dem Ding nicht anfangen. Und Der hält auch nicht gerade so wenig aus. Gut. Und macht dazu noch guten Schaden. Ich habe doch eigentlich ein bisschen Schutz dabei, oder? Ja, da haben wir doch ein bisschen was. Ein Doppelkampf. Wann habe ich denn an zweiter Stelle? Gut, ist zwar auf dem Wasser, aber sollte schon kein allzu großes Problem sein. Ich meine, der ist ja schnell genug, dass er notfalls schnell untertauchen kann. Und Dirk hier erledigt in der Zwischenzeit den Rest. Okay, es ist ihn. Und Goldini und Golking, die können, glaube ich, nicht mal anständige Wasserattacken hier. Ja gut, ich habe vom Rankenhieb nichts mehr da, aber Gigasauge haben wir noch. Und du machst einfach... Ja, hau einfach einen Steinhagel rein, vielleicht flincht dir einer von beiden noch. Faszinierend, dass er wieder schneller ist als Dirki. Weil von der Base-Init her hat Dirki zumindest mal 5 Punkte mehr. Und außerdem ist Dirki 2 Level höher. Na gut, Kenji hat ein Init plus Wesen. Das war ja süß. Ja, da können wir ein bisschen kämpfen da unten. 4 Trainer. Und der hat 5 Pokémon. Das wird dauern. Wer hätte gedacht, dass Zerschneider mal eine brauchbare Attacke ist? Denkt man eigentlich nie, dass jemals in irgendeiner Situation eine Attacke sein könnte. Oh, ein Tentoxa. Jetzt ist sogar mal halbwegs interessant. Wow. Das senkt einfach meine Verteidigung. So, das ist aber das Level Up jetzt. Plus 3 Angriffe, ja, damit kommt er über die 100. Sehr schön. Stern, du. So, jetzt darf mal wer anders weitermachen. Ja, auf dem Wasser habe ich jetzt leider relativ viele Schwächen gegen das ganze Zeug, was hier so rumläuft. Ja. Ein Boden-Pokémon, 2 Feuer-Pokémon. Feuer. Aber das ist auch schon ein deutlicher Levelunterschied hier. Ja, diese Trainer könnte ich rein theoretisch alle nach der 5. Arena machen. Ja. Wobei, selbst dafür sind sie ein bisschen unterlevelt, weil auf dem Fahrradweg hatte ich stärkere Gegner. Wobei da, glaube ich, niemand mit 5 Level 27ern angekommen ist. Aber dafür hatten sie da teilweise schon Level 33, wenn es einzeln waren. Die
Alice. Das Gute finde ich hier immer noch, dass Goldini keine anständigen Wasserattacken lernt. Per Level-Up zumindest. Solange du als Gegner hast, kannst du dich eigentlich drüber freuen. Jo. Ja, ich bin aber mal wirklich ziemlich stark auf Sonne und Mond gespannt. Vor allem, wie das jetzt wird ohne Arenen. Hm. Gibt ja genug andere Sachen. Ja. Müssen ja nicht. Die Inselprüfungen zum Beispiel, die Insel Könige gab es ja dann, glaube ich, noch. Ja. Muss ja nicht unbedingt Arena heißen. Mhm. Ja, diese Inselprüfungen werden das ja in dem Sinne dann ein wenig ersetzen und die Insel Könige. Hm. Obwohl ich glaube, dass die Insel Könige dann eher so die Top 4 hat. Warum haust du dich die ganze Zeit selber? Was auch ist. Hm. Steht darauf. Und wenn du es nicht machst, musst du es selbst tun. Ach ja. Die haben alle kein Geld dabei hier. Das sind arme Trainer. Und du nimmst ihnen ihr letztes Geld weg. Du bist ja Rowdy, der ihnen ihr Geld stiehlt. Aber mehr als ein bisschen mehr als 120 Puke-Dollar könnte man auf diesem Punkt hier schon mal erwarten. Ah, wer weiß, wie oft die schon besiegt wurden, bevor du da ankamst. Tja, gute Frage. Fast 100 Angriff und auch fast 100 Verteidigung. Und die Innis kommt direkt hinterher. Das finde ich schon irgendwie krass, ein so schnelles Sandama. Ja. Huch. Irgendwas ist da jetzt gerade passiert. Crow, hörst du mich noch? Connection lost. Okay. Connected. Ja, da hat's mein Internet mal wieder kurz rausgehauen. Boah, ist ja nichts Neues. Ja. Jetzt haben wir wieder alles. Hm. Du musst dich uns gerade noch muten. Oh. Danke. Habe ich vergessen, sorry. Kein Problem. War schon irgendwie seltsam, ne? Im Spiel sind nur deine Rivalen und du die einzigen, die Arenen machen. Alle anderen Trainer bleiben immer an einer Stelle stehen. Gehen sich auf eine Linie hin und her. Ja, weil sie nichts können. Mhm. Super. Ich hätte immer noch gern. Ich hätte immer noch gern mal ein Pokémon-Spiel, wo du halt auswählen kannst, dass du zum Beispiel Arena-Leiter werden willst oder bei den. Bei den Teams mitmachen kannst. Sowas hätte ich gerne mal. Ja, es hätte schon mal was, ja. Mhm. So als riesengroßes MMO wäre das cool. Ja. Ich habe ja sogar mal irgendein Pokémon MMO online gefunden. Das war aber nicht so toll, weil da der Pay-to-Win-Faktor, also der für alle möglichen Ingame-Gadgets, die du eigentlich sogar teilweise brauchst, vielleicht zum Großteil brauchst, im Echtgeld-Shop war. Das war dann ein bisschen blöd. Ja, das sollte man vermeiden, wenn man so etwas macht. Also, Pay-to-Win ja, ist nie schön.
Vor allem Pokebälle musstest du dir mit Echtgeld kaufen. Also von mir sehen solche Spiele immer keinen Sinn. Ja, von mir auch nicht. Das fand ich dann zum Beispiel auch bei diesem Digimon-Spiel so scheiße. Vor allem, weil du dann am Anfang nur zwischen den 4 Digimon aus der Staffel auswählen konntest. Also Agumon, dann diesen blöden Vogel, dann Gaumon hieß es, glaube ich, noch. Agumon, Gaumon, Falcomon und Lalamon. Die Blume. Ja. Ja. Musst mich. Und dann halt auch nur von. Und dann halt auch nur zwischen den ihren Digirittern auswählen konntest. Das fand ich dann halt ziemlich scheiße. Ich hätte immer so ein Digimon MMO, wo du dann halt wirklich zwischen allen Digimons, die es so vom Level Anfang gibt, auswählen kannst. Oder vom Level Baby. Teilweise verschieden betitelt. Dass du dann da auswählen kannst, welches davon, mit welchem du starten willst. Und dann halt mit dem auch dann bis zum Ende spielst. Sowas hätte ich halt gerne noch. Immer wieder schön, dass Austausch keine Spätzle fährt. Physische Def bei 180, aber die spezielle. Ja, die spezielle. 45. Jo, irgendein Schwachpunkt muss es immer geben. Ja. Wie zum Beispiel bei meinem Stolos bei Omega Rubin, was wirklich gar keine Spätzdef hat. Was ein Spätzdef-Minuswesen hatte. Ja, ich hab's ja, ich hab's ja letztes Mal, glaube ich, auch mit meinem Schillock kaputt gehauen, oder? Kann sein. Ich habe mich auch gewundert, wie extrem wenig Schaden der Rambos gemacht hat. Was erwartest du? Nicht effektive Attacke auf ein Voll-Def-Shillock? Ja. Mit Evolit. Und dann warst du ja auch noch verbrannt. Hab ich Evoliten vergessen. Das war da zu dem Zeitpunkt noch nicht verbrannt. Es kommt da nämlich erst rein. Rambos war die erste Attacke, die ich eingesetzt habe damit. Und es war schneller als dein Shillock. Ja gut, schneller als mein Shillock zu sein, ist nicht wirklich schwer. Mein Shillock hat endet wie das Wesen. Und das ist mit Absicht auf Init Minus. Weil ich beide Angriffswerte gebraucht habe, weil der hat ja zwei physische und eine spezielle Attacke. Ja. Und ja, Verteidigungswerte braucht man auf einem defensiven Pokémon sowieso beide. Und KP will man auch nicht unbedingt ohne irgendwas lassen, also weglassen. DV-mäßig. Also das beim Wesen blieb mir nur übrig, die Init zu senken. Ja. Außer vielleicht, es senkt den Angriff und dann mache ich meine Wasserdüse und meinen Turbodreher schwächer. Beim Turbodreher ist zwar echt schon egal, aber Wasserdüse ist halt doch noch ganz nett, wenn man mal schnell was finishen will. Wasserdüse gibt's glaube ich auch erst seit Gen 4, wenn ich mich nicht täusche. Das könnte sein. Die wäre nämlich vor Gen 4 speziell gewesen. Mich würde auch mal interessieren, was so die Leute, die die das hier sehen, so für eine Erwartung von Pokémon Sonne und Mond haben und was sie sich wünschen. Ja, wir könnten ja auch einfach mal einen allgemeinen Aufruf machen. Schreibt doch mal in die Kommentare, mit welchem Starter ihr Sonne und Mond anfangen werdet. Weil ich persönlich. Bei Kilian ist ja schon klar, mit was er anfängt. Ja, ich fange mit Robball an. Der war von Anfang an der süßeste von den dreien und jetzt in der Endentwicklung war es mir sowieso klar. Im Wasser. Nicht immer. Es gibt zwei. Es gibt zwei Regionen, wo ich einen anderen Starter nehme als Wasser. Zweite Gen und welche noch? Sechste.
In 2 habe ich immer Feuerriegel an meiner Seite und in der 6. habe ich Igamaru. Ah. Oh. Wobei ich Fynx auch ganz süß finde. Ja. Ja gut, und mit was ich anfange, ist für Killian ja auch schon klar. Weil ich werde wie immer, außer in der 3. Generation, keine Ahnung, warum ich da nicht mit dem Feuer-Pokémon gestartet habe. Aber ich werde auch wieder mit dem Feuer-Pokémon starten. So. Und ja. Ich lasse jetzt hier mal ganz kurz den Schutz ablaufen, weil ich habe ja hier. Ich darf du willst das nächste Pokémon fangen. Ich darf hier noch ein Pokémon fangen auf der Route. Hm. So, was kriegen wir denn? Ein Tentacher. Gut, habe ich noch keins. Kann ich das Ding irgendwie sinnvoll schwächen, ohne dass es drauf geht? Kann ich das mit irgendjemandem? Kannst du es nicht mit dem Ball fangen? Direkt den Ball draufwerfen? Probieren kann ich schon, Moment mal. Weil das ist ja gerade mal Stufe 17. Hyperball dürfte... Also die Stufe macht gar nichts. Ja. Ich bin gerade überlegen, mit wem ich es schwächen könnte. Habe ich überhaupt irgendwas dabei, was das Ding schwächen kann ohne... Ich glaube nicht. Am besten wäre es ja, wenn du ein Pokémon mit Trugschlag dabei hättest. Das, die gibt es in der Gen, glaube ich, noch gar nicht. Das könnte sein. Ich meine, ich weiß, mit wem ich es schwächen kann. Bei dem Levelunterschied könnte das sogar auch schon wieder tödlich sein. Das ist die Sache. Ich weiß nicht, ob ein Feuerwirbel das Teil schon umbringt. Mhm. Probieren wir es einfach weiter mal mit Bällen. Ja, ich probiere es jetzt einfach gleich mal mit dem Feuerwirbel. Selbst wenn war es nur ein Tentacher. So, gut, Tentoxa ist ganz nett und alles, aber ist jetzt auch kein Must-Have. Es sind halt doch sehr viele Level dazwischen. Okay. Oh, das war ein Volltreffer. Na gut, dann haben wir jetzt eine konstante Schwächung auf dem Teil drauf. Wenn auch keine wirklich starke. Nächster Ball. Will immer noch nicht. Probieren wir einfach mal einen Hyperball. Okay, der wollte. Mhm. So, ist das ein Tentara, also ein potenzielles Tentoxa? Ja, ist wieder ein Männchen, das heißt, wir brauchen wieder einen Namen dafür. Habe ich noch irgendjemanden aus der Twitter-Gruppe nicht? Ihr habt sogar eine Twitter-Gruppe. Ja, über die Twitter-Gruppe kenne ich die Hälfte der Leute, die irgendwo in meinem Team oder in meiner Box rumgammeln. Ah. Ja. Ich gehöre zu der random Hälfte, die du eigentlich nicht kennen wolltest. Wie nennen wir den? Ja, zu den seltsamen Idioten, die du durch deinen Bruder kennengelernt hast. Ansonsten, wir hätten noch ein paar Gildenmitglieder, die wir verteilen könnten. Jo. Aber zu wem passt das Tentara? Wer ist denn Toxic? Ich weiß nicht. Oder wirkt wie ein potenzieller Vergewaltiger von kleinen japanischen Schulmädchen. Nee, das lassen wir lieber mal weg. Ach, ist jemand eingefallen? Nee, das. Ich meine nur die ganzen Hentai-Sachen lassen wir hier bitte mal weg. Achso. Okay. Stimmt ja, da gab es ja einen Grund für.
Ansonsten nehme ich einfach den nächstbesten aus der Gilde, der mir einfällt, und das wäre. Nächsten. Was? Na gut, den könnten wir eigentlich auch nehmen. Haben wir unseren Österreicher aus der Gilde auch mit hier verbaut. Ja. Okay, wo ist das I da? Ach ja, unser Österreicher. Oh,